Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing Match Attacks Champions League. Wieder der Saison 2016-2017. Eine Mini-Tin. Wieder eine aus Polen. Ich meine, es war Polen. Dann sind auch hier wieder Gold, Silber oder bronzene Limis drin. Wieder im selben Verhältnis. In 8 Tins ist in einer eine goldene, in 2 eine silberne und in den restlichen 5 eine bronzene. Gibt auch wieder 3 verschiedene Designs. Hab leider diesmal nur 2 verschiedene Designs bekommen. Ein Design dann zweimal. Und einige Dosen sehen etwas ramponiert aus. Aber gut, das ist halt, wenn man Restbestände kauft, bleibt es halt nicht aus. Gibt Schlimmeres. Wichtig ist ja, dass die Karten unten beschädigt sind. Und ja, erstmal 3 Stück. Und dann mal schauen, wenn wir ganz viel Glück haben und haben alle 3 Limis dadurch, dann brauche ich mir keine weiteren Minitins zu kaufen. Ansonsten muss ich zusehen, ob ich da dann noch irgendwie an Minitins rankomme. So, aber ich fange einfach mit der ersten Mini-Tin an. Und ja, hier ist ganz schön eingedellt stellenweise. Aber gut, macht ja nichts. Das Wichtige ist, dass die Karten in Ordnung sind. Ah, und da lacht mich direkt. Okay, also müssen wir merken, nächstes Mal umdrehen. Habe ich vergessen. Habe ich nicht dran gedacht. Okay, machen wir im nächsten Video. So. Aber ist schon mal gut. Wir haben schon mal die silberne Sergio Ramos für Real Madrid. Die Frage ist, ist es jetzt auch immer Sergio Ramos oder sind das dann verschiedene? Weil in der aktuellen Serie ist ja dann Gold, Silber und Bronze verschiedene jeweils. Naja. So, und dann kommt der Code. Dann gehen wir mal die Base Cards durch. Also, da hätten wir Abdoulaye Diaby Brügge, Atiba Hutchinson Beşiktaş, Kingsley Coman Bayern, Raul Albiol Napoli, Aaron Ramsey, Arsenal. Mario Götze, Dortmund. Mark Albrighton, Leicester. Ben Davies, Tottenham. Jerome Zoet, oder so ähnlich, Eindhoven. Sergio Busquets, Barcelona. Andrea Barzagli, Juve. Kevin Gamero, Atletico. Nolito, Manchester City. Javier Pastore, PSG, Robert Lewandowski, Bayern, Raheem Sterling, Manchester City, Sergi Darder, Lyon, Jevon Makarenko, Dynamo Kiew, Luka Zuffi, Basel, war doch Kiew, oder? Dynamo Kiew, genau. Rafael, Lyon, Ganso, Sevilla, Wendell, Leverkusen, Nelson Semedo, Benfica, Vitolo, Sevilla, dann kommt Sergio Aguero, Gold King für Manchester City. Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang als Forward-Duo für Dortmund. Dann das Club-Logo von Arsenal. Dann ein 2015-2016-Winner, Gareth Bale für Real Madrid. Sogar eine Away-Goal-Karte. Das UCL-Trio. Neymar, Lionel Messi und Luis Suarez. Ja, sehr, sehr geil. Trio 1. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob die... Ich glaube, die ist sogar recht selten, oder? Coole Sache auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr geil aus, die Karte. Dann hätten wir... Ah, hier haben wir auch diese Exclusive Editions drin. Gareth Bale, Real Madrid. Und Pierre-Emerick Aubameyang für Borussia Dortmund. Und dann hätten wir hier noch Adrien Silva, Sporting Portugal. Matheus Pereira, Portugal. Saúl Ñíguez, Atlético. Und Jevon Konoplyanka, Sevilla. Sehr, sehr cool. Okay. Das ist also die Ausbeute aus der ersten Mini-Tin. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir haben eine silberne Limi drin. Schon mal besser als eine bronzene. So viel steht fest. Wir haben wieder 2 Exclusive Editions drin. Auch wenn ich die beiden, glaube ich, schon... hatte, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was drin war. Ich meine, nee, oder? Keine Ahnung. Dann hätten wir das UCL-Trio hier. Das UCL-Trio. Neymar, Lionel Messi und Luis Suarez. Und das ist meines Wissens nach wirklich selten. Stand jetzt ja nichts drauf. Ich habe noch kein Booster-Griffbereit. Muss ich mal gucken. Wenn ihr das Mischverhältnis. Den Verteilerschlüssel noch irgendwie wisst, könnt ihr mir reinschreiben, sonst suche ich es mir nochmal raus. Ja, aber coole Sache. Wie hat euch denn der Inhalt der Dose gefallen? Würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat,
lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.